Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, ich begrüße euch heute mal wieder aus dem Hauptmenü, denn es gibt eine kleine Neuigkeit. Nämlich das letzte DLC, das vergessene Heiligtum, ist da. Damit sind jetzt alle drei kostenpflichtigen DLCs, die ich gekriegt habe, weil ich die Obsidian Edition habe, die den Season Pass enthält. Habe ich sie ja alle drei mit beinhaltet bekommen. Sind jetzt alle drei verfügbar. Das heißt, wir können beim ersten Mal schon durchspielen, alle drei DLCs wirklich auskosten, sage ich jetzt mal. Oh, was ist denn das hier? Götterherausforderung. Schließe jede kritische Fahrtquest vor einem bestimmten Datum ab, oder das Spiel endet. Okay. Bestien erhalten zufällig mächtige Effekte. Achso, das sind so fertig. Ja. Dreifachkrone. Okay. Und Solo natürlich kann keine Gefährten helfen oder Abenteurer hinzufügen. Mhm. Das sind also wirklich die Elite-Sachen. Ein für 10 Sekunden ohnmächtiges Gruppenmitglied wird getötet. Kann nicht aus dem Kampf fliehen. Okay. Das Spiel kann nicht pausiert werden. Ausrüstung zerfällt mit der Zeit und muss über das Verzauberungsmenü repariert werden. Ah. 7 Meter minus 7 Meter Nebelenthüllungsradius bei Nacht und in den Innenräumen. Gehaltene Lichtquellen erhöhen den Nebelenthüllungsradius. Mhm. Stürme sind zahlreich und gefährlicher. Die Schiffe im Todesfeuer sind erfahrener und segeln bei einer Verfolgung schneller. Okay. Nahrungsmittel verderben nach einer gewissen Zeit. Das heißt, ich kann nicht so viel aufstocken. Wähler folgt dem Wächter, muss am Leben erhalten werden. Sonst ist das Spiel vorbei. Okay. Die Ressourcen pro Begegnung werden zu pro Rast. Die Gesundheit der Betroffenen erholt sich nicht länger zwischen den Kämpfen. Nur zubereitete Mahlzeiten stellen Verletzungen und Ressourcen wieder her. Okay. Fast alle Zahlen und Werte werden ausgeblendet. Ja. Nett. Also gut, dann steigen wir mal wieder ins Spiel ein. Laden das letzte Save, nämlich LP032. Hoffen, dass das Laden nicht ganz so lange dauert. Weil das Initialladen ist immer ein bisschen happig. Aber es ging. Das vergessene Heiligtum wurde installiert. Du beginnst automatisch die erste Quest dieses Abenteuers, wenn du einen Besucher auf hoher See erhältst, nachdem du in Pillars of Eternity 2 Deadfire weit genug vorangekommen bist, um das vergessene Heiligtum zu erreichen. Mhm. Gut. Bis jetzt haben wir ja nur die Bestie des Winters freigeschalten. Das ist die erste DLC. Die anderen beiden haben wir bis jetzt noch nicht freigeschalten. Wir haben aber sowieso noch jede Menge Zeug zu erledigen. Ja. Das kann ich abgeben. Ja, das ist die Same vor Kukaha. Ja, gut. Machen wir erstmal hier weiter. Und gucken uns das Koro-Flussdelta an. Okay, da müssen wir anders laufen.
Warte, ernsthaft? Ich bin doch hier oben. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Nein, so geht das auch. Okay. Der tiefe Fluss, der vor den zentralen Bergen der Insel kommt, mündet hier in einem breiten Delta ins Meer. Das zurückläufige Wasser breitet sich in Richtung Osten aus, erstaunlich ruhig und still. Möwen treiben durch die Lüfte über dem seichten Wasser und stürzen hier und da auf der Jagd nach Futter herab. Ein mitgenommen aussehendes Beiboot liegt am Strand und eine Galeone liegt etwas mehr als eine Meile von der Küste vor Anker. An der Seite des Flusses führen frische Fußspuren ins Landesinnere. Folgen wir denen mal. Du folgst den Fußspuren ins Landesinnere. Anders als das Meer ist der Fluss auf seinem Weg nach den Bergen herab äußerst unruhig. Am anderen Ufer stehen die zerfallenen Ruinen des uralten Turms. Den haben wir schon geplündert. Ein riesiger See, die Quelle des Flusses, breitet sich vor dir aus, beinahe vollständig von Mauern aus blankem Stein umringt. Er wird von turmhohen Wasserfällen gespeist, die vor den felsigen Bergen der Insel herunterkrachen. Nahe der Küste entdeckst du eine Gruppe Gestandener in Freibeuterkleidung zusammen mit einem Oger und einem Imp. Auf sie zugehen, ahoi Leute. Die Piraten drehen sich zu dir um und tauschen angesichts deines plötzlichen Auftauchens offensichtlich verwirrte Blicke aus. Einer der Gestandenen, ein schick angezogener Mann, tritt vor. Seine Hand hält er in der Nähe des Griffs seiner Klinge. Oh. Hi, Piraten. Darf ich euch unseren Gott und Geisel Eotas vorstellen? Oder euch zu Berat schicken, der RCS wird sich auch über euch freuen. Der Pirat verbeugt sich tief bis zur Hüfte. Seine linke Hand hebt dabei die Rockspitze seiner feinen valianischen Jacke. Seine rechte Hand bleibt allerdings in der Nähe des Griffes seiner Waffe. Er richtet sie wieder auf, seine dunklen Augen auf deine gerichtet. Renetti, my boy. Been a tick or 12 since I last seen you. See you still be keeping the finest company. Oh, Seraphim kennt ihn. Renetti, mein Junge, es ist einige Zeit her, dass wir uns zuletzt sahen. Wie ich sehe, gibst du dich immer noch mit guter Gesellschaft. Er nickt zu dem Oger und zwinkert. Seraphim. I'd said it was a bullshit when I heard you'd left the gentleman, but I was clearly in the wrong. Seraphim, ich sagte, es sei Quatsch, als ich hörte, dass du den Herrn verlassen hast, aber ich habe mich wohl kräftig geirrt. Sein Lächeln schwindet. An odd choice, that, given where things stand with Remaro. Eine seltsame Wahl angesichts dessen, wie die Dinge mit Remaro stehen. I'm not one to start a fray, I don't have to, bon amico, but I'm very curious as to just what in the name of Wal you're doing here. Ich breche nicht gerne einen Streit vom Zaun, wenn ich nicht muss, Bonamico, aber ich bin schon sehr neugierig, was in welchem Namen du hier machst. Ich nehme an, du weißt nicht, wer ich bin. Ich kam zufällig vorbei und du sahst wie jemand aus, den man kennenlernen will. Ich gehe, wohin ich will und wann ich will. Hast du den Turm da hinten gesehen? Schön, nicht wahr? Nehmen wir mal die vier. Seine Augenbrauen heben sich über seinen funkelnden Augen. Beautiful indeed. I'm sure it was very impressive once. Wunderschön in der Tat. Sicher war es sehr beeindruckend. Still, the question requires asking and answering alike. Why are you here? Dennoch, die Frage drängt sich förmlich auf. Warum bist du hier? Ja, das ist eine schöne Kiste, die du hast. Was ist denn da drin? Ich würde dir gerne die Truhe abkaufen zu einem angemessenen Preis. Ich nehme sie mir einfach und du wirst es nicht verhindern. Es sei denn, du willst, dass ich dir ein paar neue Löcher verpasse. Ich war eigentlich gerade dabei zu gehen. Nehmen wir mal die Kiste. Look, I assure you that you want absolutely no part in what's in this box. Pass auf, ich weiß ganz sicher, dass in der Kiste nichts ist, was dich nur annähernd interessiert. The God's damned blade has a curse on it. It's made an absolute mess of our ship. Ruined two of my coats. Das gottverdammte Schwert ist mit einem Fluch belegt. Es hat unser Schiff ins Chaos gestürzt und zwei meiner Jacken ruiniert. I wouldn't wish it on my worst enemy. Well, perhaps on my worst enemy.
Was würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen? Naja, vielleicht schon meinem schlimmsten Feind. Er lächelt und treibt sich das Kinn. And some of my more boorish friends. That might provide an evening's amusement. Und einige meiner eher ungebildeten Freunde, das könnte für einen vergnügenden Abend sorgen. Ein Fluch? Welche Art von Fluch? The details, I assure you, amico, are not fit for polite company. They're really quite descant. Foul. Die Details, das versichere ich dir, amico, sind nicht für die Ohren anständiger Leute. Sie sind ziemlich descant. Abscheulich, aha. Widerlich. Sag's mir endlich. Renetti seufzt und kneift seinen Nasenrücken. The man who made the damnable thing call it Pukestabber. It's an apt name and that's all I'll say of it. Die Männer, die dieses verdammte Ding gemacht haben, nannten es Kotzestecher. Es ist ein treffender Name, das sage ich nicht dazu. Ich war eigentlich gerade dabei as zu gehen. But you watch yourself and be on your way. Renettis Kopf neigt zur Seite. Wie du wünschst, aber pass gut auf dich auf und mach dich auf den Weg. Okay. Ich sah jetzt keinen Grund, mit ihm einen Streit vom Zaum zu brechen. Ich sah aber auch keinen Grund, ihm für 8000 Kupfer das Ding abzukaufen. Wenn sie es eh loswerden wollen. Ja, du kehrst zum Fluss Koro zurück und folgst ihm ins Landesinnere zu den Wasserfällen, wo er entspringt. Am Seeufer ist weit und breit niemand zu sehen. Nach der vergrabenen Kiste suchen. Trotz beinahe einstündiger Suche findet Seraphim kein Anzeichen für etwas, das die Piraten zurückgelassen haben können. Du hast keinen Grund, hier zu verweilen. Okay. Überleben. Und Findigkeit. Findigkeit kommt. Findigkeit 4. Überleben 6. Du gar keine Findigkeit. Du Findigkeit 4. Ne, auch du kriegst das nicht hin. Wir haben nicht zufällig irgendwas dabei, was Findigkeit erhöhen kann, oder? Ah, hier. Du nicht. Du bist Pilzgalle, du sicher nicht. Das auch nicht. Abwehrreflexe. Verfassung macht Gewandtheit. Alchemie, Sprengstoffe. Das sicher auch nicht. Mundkohle auch nicht. Das auch nicht. Gegengift hilft auch nichts. Handwerk, können wir vielleicht irgendwas herstellen? Ja, Rieselschwamm und 12 könnten wir herstellen. Bringt uns beides aber nichts. Also ja, das heißt, wir schreiben in unser Tagebuch Notizen Monster Dungeons. Ist das Koro Flussdelta zufällig hier irgendwo markiert? Nö. Das wieder schließen.
Ja, wie schreibe ich das am besten? Ja, genau. Westlich Todeslicht, Koro Flussdelta. Nicht Koro Flussdelta. Versteckte Kiste. Findigkeit 13 plus. Oder machen wir Findigkeit Edda 6 plus. So. Weil da hat die Kiste fast gefunden mit 11 Findigkeit.